Heinz Meyer Leibniz wurde 1911 in Esslingen am Neckar geboren und starb 2000 im badischen Allensbach. Unter seiner Leitung als Kernphysiker wurde der erste deutsche Forschungsreaktor in Garching bei München in Betrieb genommen. Dort trägt bis heute das Neutronenforschungszentrum seinen Namen. Von 1973 bis 1979 war er Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lag ihm besonders am Herzen. Deshalb entwickelte er während seiner Präsidentschaft, gemeinsam mit dem damaligen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Helmut Rohde, die Idee, einen entsprechenden Preis zu schaffen. Denn einen solchen gab es in Deutschland noch nicht. Wenn besondere Anstrengung nicht nur nicht bestraft, sondern geduldet und gar gefördert wird, dann können wir für die Zukunft der Hochschule optimistisch sein. Der Preis sollte den jungen Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit schaffen, sich wissenschaftlich weiterzubilden sowie an Studienreisen und Kongressen teilzunehmen. Und er sollte das eigenverantwortliche, wissenschaftliche Arbeiten unterstützen. Die Nominierungsvoraussetzungen für den Preis waren höchstens 2 Jahre alte Publikationen und die Nominierten durften nicht älter als 33 Jahre alt sein. Ausgezeichnet wurden in der Regel Vertreter von maximal 3 Fachgebieten. Der Preis sollte sich nicht auf eine Medaille oder Urkunde beschränken, sondern eine sichtbare Auszeichnung mit Dotierung sein. Das Preisgeld betrug maximal 12.000 D-Mark. Insgesamt 100.000 D-Mark konnten jedes Jahr vergeben werden. Es wurden Richtlinien verfasst, eine Rechtsform gewählt und Rollen verteilt. Der Preis sollte vielseitig sein, ohne Quotierung und ohne Fächerproports. Die Gremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft mussten zustimmen und auch die politische Leitung des Ministeriums. Preisrichter wurden ausgewählt, Fachgebiete festgelegt, Preise ausgeschrieben und Termine koordiniert. Schließlich war er da, der erste Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Seitdem hat sich der Preis kontinuierlich weiterentwickelt. Und ihm folgten weitere Preise mit speziellen Förderzielen. Bisher wurde der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis an 356 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen. Seit der Verfahrensänderung Mitte der 90er Jahre gingen insgesamt 2.262 Vorschläge ein. Das Bundesforschungsministerium hat der DFG für den Preis seit 1977 insgesamt fast 4 Millionen Euro bereitgestellt. Seit 40 Jahren fördert der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis kreative Ideen, unkonventionelle Forschungsansätze und ermuntert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihren Weg weiter zu verfolgen. Anerkennung als Ansporn.